Hallo und herzlich willkommen zu The Campus Show. Mein Name ist Daniel Stanic, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um das Doppelmasterprogramm Double Your Degree. Dies besteht zwischen der Hochschule Rhein-Main und der Rangkam Heng University in Bangkok. Wir hatten ja bereits schon in unserer letzten Sendung Studenten aus Bangkok hier gehabt. Und heute haben wir zwei Studenten, die an der Hochschule Rhein-Main studieren. Miriam Pfeiffer, sie hat jetzt vor, nach Bangkok zu gehen. Und Felix Hustedt, der war bereits schon da. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Geht's euch gut? Ja, super. Wunderbar. Miriam, warum hast du dich für das Doppelmasterprogramm entschieden? Ja, das hat eigentlich verschiedene Beweggründe. Zum einen hat mich schon vor ein paar Jahren das Reisefieber gepackt und ich freue mich eigentlich jetzt schon wieder drauf, bald die Koffer zu packen und Deutschland zu verlassen. Aber auch andererseits erhoffe ich mir einfach von dem Auslandsstudium jetzt nochmal neuen Input, weil ich sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master jetzt hier an der Hochschule Rhein-Main studiert habe. Und jetzt einfach dort nochmal neue Professoren zu haben, auch mit anderen Studierenden unterrichtet zu werden, da freue ich mich schon sehr drauf. Was sind so deine Ziele? Was hast du dir vorgenommen für Bangkok? Zum einen erhoffe ich mir so ein bisschen jetzt so einen wirtschaftlichen Input, nachdem ich hier im Studium eher so ein bisschen designlastig und sehr konzeptionell gearbeitet habe. Und zum anderen natürlich auch eben die anderen Kulturen und wirklich so eine internationale Hochschule mit Studierenden und Professoren aus allen Herren Ländern, ganz viele Eindrücke einfach zu gewinnen, sowohl im Studentenleben als auch dann bei Reisen und so weiter. Ja, dann wollen wir mal den Herrn neben dir fragen, Felix. Ja. Du hast die andere Kultur erlebt. Du warst zwei Semester in Bangkok. Ja, genau. Was hast du für Erfahrungen sammeln können? Also das waren wahnsinnige Erfahrungen. Also mit unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten. Beispielsweise, wenn man mit einem Nigerianer, einem Thai und noch einem Engländer zusammen irgendwie eine Gruppenarbeit macht, eine Präsentation. Oder auch die Klausuren sind schon sehr unterschiedlich. Dann einfacher? Das würde ich so nicht sagen. Sie sind anders. Anders. Heiß? Ja, also es gibt viel Multiple-Choice-Tests und es ist auch zum Beispiel oft nach drei Wochen schon eine Klausur. Also dadurch, man hat drei Wochen einfach relativ konstant am Stück und dann schreibt man eine Klausur oder hat einen Test. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo man dann das ganze Semester über Stoff hat und dann am Ende kommt der große Druck mit den Klausuren. Felix, was ist ein wesentlicher Aspekt, den du von Bangkok mitgenommen hast? Ich glaube, das interessiert auch unsere Zuschauer. Ein wesentlicher Aspekt? Ja. Ich glaube, ich bin sehr noch offener geworden, was andere Kulturen angeht, was andere Menschen angeht. Sehr, ja, ich konnte meine, wie man immer so schön sagt, Social Skills, glaube ich, so ein bisschen verbessern, im Kontakt mit anderen Menschen allgemein, aber auch mein Englisch. Ja. Und ich habe auch gehört, du hast Insekten gegessen. Es war ein Frosch und zwei Heuschrecken, richtig? Der erinnert sich ziemlich gut, ja. Und ja, genau. Wie hat das Ganze geschmeckt? Also kannst du das empfehlen? Wäre das sowas für die deutsche Küche vielleicht? Also ich würde es hier jetzt nicht nochmal machen, aber wenn man dort ist, dann gehört das eigentlich dazu. Also so ein Heuschrecke zu essen ist ein bisschen bitter, kross, aber lecker. Lecker, kann man mal essen. Die Thais haben auch sehr gutes Essen, also die Curries und Pad Thai, Tom Kha Gai Suppe und so. Also da auf der Straße bekommt man schon sehr gutes, günstiges Essen auch. Ja, wir hatten ja bereits, das habe ich schon gesagt, Studenten aus Bangkok hier gehabt. Und die haben dann Tipps den Studenten, die in Bangkok sind, die aber gerne nach Deutschland kommen würden. Hast du irgendwelche Tipps an Miriam jetzt? Tipps? Sonnencreme ist sehr teuer, würde ich mitnehmen. Und ansonsten einfach nicht zu viel mitnehmen. Möglichst mit leeren Koffern anreisen, weil du wahrscheinlich eh viel kaufen wirst dort. Alles gefälscht? Nein, natürlich nicht. Nein, nicht alles gefälscht. Es gibt auch Designerläden, kleine Teildesigner, wo man sehr günstig Hemden und Shirts und alles kaufen kann. Also ja, das ist ja auch so ein Klischee, oder? Also ich habe zumindest immer so im Hinterkopf, wenn ich Asien höre, dass da sehr, sehr viel Gefälschtes ist. Ja. Na, das ist auch kein Klischee. Ja. Es gibt schon noch viele Fälschungen, aber es gibt auch viele qualitative, individuelle Sachen dort. Gut, dass wir heute zwei Originale da haben oder hatten. Vielen Dank für das nette Interview. Dir, Miriam, wünsche ich eine gute Reise. Alles Gute in Bangkok. Und dir, Felix, alles Gute für dein Studium hier in Deutschland. Dankeschön. Und wenn ihr jetzt weitere Informationen zum Doppelmasterstudiengang haben wollt, dann bekommt ihr diese auf der unten eingeblendeten Homepage. Und bevor wir Schluss machen, habe ich hier wieder eine anonyme Botschaft. Die geht an irgendjemanden da jetzt raus. Mal gucken, wer sich angesprochen fühlt. Und die lautet wie folgt. Hey, du süße Zuckermaus. Ich habe dich heute wieder im Kiosk gesehen und wollte dir nur sagen, dass ich deine schönen Knopfaugen nicht vergessen kann. Wenn das mal nicht romantisch ist. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. War doch romantisch, oder? Ja.